Wenn man sich mit Gaming in Bibliotheken beschäftigt, gibt es im Grunde genommen drei Ansätze, die wir so in Deutschland sagen. Es gibt einmal den kulturellen Ansatz, den Bildungsansatz und den pädagogischen und sozialen Ansatz. Wie ich schon einsatz sagte, ist Gaming viel mehr als nur Videospiele. Games sind mittlerweile in Deutschland mehr als ein reines Freizeitvergnügen geworden. Es gibt bereits eine eigene Gaming-Kultur, zeige ich gleich nochmal, die eigentlich im Grunde fast gleichberechtigt neben der Buchkultur steht. Und Bibliotheken haben ja die Aufgabe, sag ich mal, Kultur und Bildung zu vermitteln und sich eben auch dieser neuen Gaming-Kultur, die bei uns immer populärer wird, eben auch Zugang zu schaffen. Dann ein ganz wichtiger Aspekt ist der Bildungsansatz. Viele moderne Games erfordern und Schülern mittlerweile die Fähigkeit, sich mit komplexen Systemen auseinanderzusetzen. Games stellen Aufgaben und klären dabei mit, wofür diese gebraucht werden. Das ist ganz wichtig, im Lerninhalte im Kontext zu vermitteln. Sie kennen das ja vielleicht noch aus Ihrer eigenen Schulzeit oder vielleicht auch heute immer noch, wenn Sie lernen im Kontext, fällt es leichter, als wenn es einfach zu abstrakt wird. Ein gutes Beispiel ist für solche komplexen Games ist im Grunde genommen auch Minecraft. Und zuletzt der pädagogische, soziale Ansatz. Games können Menschen aktivieren, auch digitale Medien zu nutzen. Das heißt, wir setzen Games auch aktiv bei uns in der Bibliothek ein, um die sogenannte Digital Gap zu überwinden. Sie sehen hier ein Foto von einer Veranstaltung, was bei uns sehr populär ist, als damals die Wii veröffentlicht worden ist. Haben wir Veranstaltungen mit Senioren gemacht, die äußerst begeistert sind, wenn sie diese Bowling-Sachen spielen und kommen zusammen in der Bibliothek. Und damit schaffen wir eben auch einen Ort mit der Zusammenkunft dann halt. Wie gesagt, Gaming ist ein wesentlicher Bestandteil der Populärkultur geworden in Deutschland. Was ganz interessant ist, dass das Durchschnittsalter der sogenannten Gaming oder der Spieler steigt kontinuierlich. Das heißt, das ist nicht nur ein Phänomen, womit sich, sag ich mal, womit sie junge und Jugendliche und junge Erwachsene erreichen können. Die Prognose ist in Deutschland, dass das Durchschnittsalter der Computerspieler kontinuierlich steigt und 2019 soll schon das Durchschnittsalter auf 36,4 Jahre liegen halt. Also es ist kein reines Phänomen, womit sie nur Kinder erreichen, sondern es ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil geworden der Kultur. Mittlerweile werden in Deutschland, ich sag mal, von den sogenannten Qualitätsmedien, werden regelmäßig Computerspiele rezensiert, es wird darüber berichtet, was in dieser Kultur neu ist. Dann gibt es diese sogenannte Cosplay-Szene, ist eine Fankultur aus Japan, die sich angefangen hat bei Mangas, mittlerweile sich aber auch auf die Computerspiele ausdehnt, wo sich bei uns auch junge Erwachsene, Jugendliche treffen, verkleiden sich nach ihren Vorbildern über Computerspiele und wir bieten denen, sag ich mal, auch Raum, sich bei uns zu treffen und entsprechend sich auszutauschen. Und natürlich die großen Let's Play-Kanäle sind mittlerweile mit einer die erfolgreichsten Kanäle auf YouTube, wo man, sag ich mal, anderen Spielern beim Spielen zuschauen kann. Und das zeigt diese Beispiele, wie wichtig eigentlich, was für einen großen kulturellen Beistand mittlerweile das Gaming in unsere Kultur eingenommen hat. Nur mal ganz kurz ein paar konkrete Beispiele, wie wir bei uns Games einsetzen, bei uns in der Bibliothek. Natürlich können Sie Games bei uns auch spielen, sag ich mal, ausleihen. Ganz normale Videospiele haben wir natürlich en masse im Bestand, PS3, PS4, Xbox, die ganzen Gaming-Konsole. Was aber auch sehr erfolgreich ist, ist das sogenannte Qt Arcade. Das ist eine ganz einfache Spielkonsole, die Sie im Grunde genommen, hat bei uns die Hochschule für angewandte Wissenschaften entwickelt. Es sind 18 Spiele drauf, ganz einfach, steht bei uns in den Bibliotheken und ist immer ständig besetzt. Damit können halt so zwei Spieler mit ganz einfachen Spielen einfach nur spielen. Und mittlerweile wird in Deutschland der Tommy verliehen. Das ist ein deutscher Kindersoftwarepreis, der von einer Kinderjury vergeben wird. Die zeichnen da, dafür die besten Kinderspiele aus. Und diese Kinderjury trifft sich in den Bibliotheken, spielt da die Spiele Probe. Wir bieten die Infrastruktur und können dann, sage ich mal, so begleiten die Kinder entsprechend bei den Computerspielen Hilfestellung geben. Welche konkrete machen wir? Ich zeige Ihnen jetzt nochmal so zwei, drei Beispiele, wie Sie auch bei sich vor Ort mit relativ wenig Aufwand schon ein bisschen Gaming einsetzen können. Zum Beispiel gibt es die
kostenfreie App Actionbound. Actionbound ist im Grunde genommen eine App, wo Sie mit Schnitzeljagden generieren können. Wir setzen das ziemlich aktiv für Bibliotheksführung ein, für ganz simple Bibliotheksführungen. Das heißt, Sie laden sich diese App runter, die Jugendlichen können Sie das oder auch Erwachsene können Sie das selber auf Ihr Smartphone runterladen. Actionbound ist kostenfrei und rufen dann einfach die vorgefertigte Schnitzeljagd auf und können sozusagen somit durch die Bibliothek geführt werden. Damit können Sie, sage ich mal, ganz einfach entsprechend mit Gaming-Funktionen arbeiten. Wir machen das aber auch ein bisschen zu besonderen Veranstaltungen, machen unsere Mitarbeiter sich aber ein bisschen mehr Gedanken. Sie sehen hier ein Foto einmal von einem Fantasy-Spiel. Das ist einmal, wo wir das noch ein bisschen mehr, das Spielerische einsetzen, dass wir die ganze Bibliothek umbetten in so eine Art Fantasy-Land, wo dann entsprechend dann die Mitspieler die Bibliothek spielerisch entdecken, im Zuge, im Setting eines Fantasy halt, eines Fantasy-Erlebnis, eine Art Rollenspiel. Und das können Sie relativ simpel mit dieser App einsetzen, umsetzen, Action bauen. Dann, nicht? Die nächste App, die ich Ihnen kurz noch zeigen wollte, ist das nächste Angebot, nennt sich Plickers. Plickers ist eine kostenfreie App, mit der Sie auch einfache Quiz und Umfrage gestalten können. Ist ebenfalls kostenfrei und das Schöne daran ist, dass Sie da direkt gleich das Feedback bekommen. Sie können mit Plickers über QR-Codes erstellen, die Ihre Mitspieler verteilen und Sie können dann Quizfragen stellen und die Mitspieler halten dann einfach Ihre Frage mit dem richtigen QR-Code hoch. Sie haben da ein Tablet dann und scannen damit ab und dann, wenn Sie ein Display haben, können Sie genau sehen, wie die Antworten sind. Das ist äußerst beliebt, ist ein ganz einfaches Spielprinzip und wir setzen das ein bei Veranstaltungen, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Wenn Sie zum Beispiel eine Lesung haben, verteilen wir vorher diese QR-Codes und zum Schluss fragen wir in den Raum, wie hat es Ihnen gefallen? Dann halten Sie bitte den QR-Code hoch. Ja, mir hat es gut gefallen, mir ist nicht so gut gefallen. Oder wir stellen ein paar lustige Fragen und somit aktivieren wir eben auch das Publikum, entsprechend mitzuspielen dann. Nicht? Und wird sehr gut angenommen. Nicht? Ist ebenfalls kostenfrei und Sie können damit ganz einfach, das Publikum aktivieren. Nicht? Eine große Herausforderung ist natürlich, gerade bei den digitalen Inhalten, aber auch bei den Spielen, wie vermittle ich das an die Mitarbeiter und an die Kunden? Bei uns ist Personalentwicklung ist bei uns ein ganz wichtiges Thema und auch ein strategisches Ziel. Wir haben bei uns die Herausforderung, dass ein kompletter Wechsel des Berufsbildes stattfindet. Mittlerweile immer mehr klassische bibliothekarische Tätigkeiten fallen bei uns weg. Einmal zum die Automatisierung, zum anderen, wie ich Ihnen schon erzählt hatte, im digitalen Bereich, dass es immer mehr Paketkäufe gibt. Das heißt, ich habe gar nicht mehr diese klassische Bestandsauswahl. Was immer mehr in den Mittelpunkt regt, ist eigentlich, wie bringe ich die Inhalte, wie bringe ich das Wissen an den Nutzer, an den Menschen halt. Das heißt, die Vermittlung steht im Mittelpunkt und ich muss natürlich auch unsere Mitarbeiter dazu auch in der Lage versetzen, wenn sie 20 Jahre vorher was anderes gemacht haben, wie kann ich die Mitarbeiter mitnehmen, wie kann ich ihnen auch neue Skills vermitteln, dass sie das neue Fähigkeiten, dass sie eben jetzt sich mehr konzentrieren.